Hallo Freunde der Spielkultur. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die Unterwasserorte abzuschließen. Und ich sehe gerade, ich schaue gerade nach, wo sind wir hier. Ah, da wollte ich auch noch hin, aber das kann warten jetzt derweil. Ich möchte die Unterwasserorte abschließen. Hier in der Nähe und laut meiner Info es da kein Punkt eingezeichnet. Das frage ich mich. Aber fahren wir mal dorthin. Oder besser gesagt, nein, Blödsinn. Hey, ich kann dahin schnell reisen. Reisen wir mal zu der Arena und beenden die Arena, weil normalerweise ist es jetzt schon schaffbar für mich, dass ich die Gegner dort besiegen kann. Also fangen wir mal mit dem an. Gut, und dann kriegen wir wenigstens einmal diese Trophäe. Und danach klappern wir weiter die. Wenn ich das gewusst habe, dass ich wirklich hin. Gerne. Überspringen wir das? Kennen wir schon. Gut. Der wird den letzten Gegner gehabt haben, stimmt. Ich bin der Beste. Ach ja, und beim letzten Mal, wo ich ein bisschen privat gespielt habe, habe ich zwei Trophäen bekommen, zufällig. Und das waren die zwei von den neuen Fähigkeiten. Dass man 10 Leute davon, Moment, töten muss. Wenigstens habe ich jetzt bessere Chancen gegen die. Du verreckst bitte, danke. Der Speer ist einfach zu nice. Meine, es gibt vielleicht bessere Speere, aber. Ah, der ist schon ganz okay. Weil man hier einfach unter Wasser atmen kann. Steht doch einfach. Nächste Runde. Okay, das wollte ich nicht. Nochmal. Perfekt. Perfekt, perfekt.
Was willst du genießen? Das Sterben? Gerne. Stirbt ihr bitte? Ich möchte, dass ihr sterbt. Was ist mit dir? Du gehst jetzt einfach sterben. Danke. Nächste Runde. Du mal. Mag nicht Leute mit dem Schild. Weg mit dem Schild. Nein, die. Nein. Was brauchst du? Hilfe? Verwenden, willst du die kriegen? Ja. Doch einfach. Bam. Stipp. Jetzt kann ich es abknallen. Oder hätte nicht getroffen. Aber das habe ich wenigstens. Der Bogen ist richtig nice. Welle 4. Bam. Ach, bin ich ein Depp? Bin ich ein Depp? Ja.
Ja, ich stehe noch. Fuck. Nein, gib's doch nicht. Das heißt jetzt alles nochmal von vorne. Okidoki. Die letzten. Gut. Wähle deinen Gegner. Ja, ich wähle meinen Gegner, verdammt nochmal. Vasilis hat seinen letzten Gegner. Überspringen gleich die Quatscherei. Wenigstens kann man das hier. Bei Metro Exodus geht es mir extrem auf die Nerven, dass man die ganzen Dialoge nicht überspringen kann. Vor allem, wenn man es mindestens zweimal durchspielen muss. Oder dreimal eigentlich mit dem Jugend Plus. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Komm, sterbt. Stirbt doch einfach. Ah, einer ist in die Grube gefallen. Nein. Nächste Runde. Jetzt fangen sie mit Schildern zu spielen an. Ihr klein. Hier ist es doch. Ihr stirbt. Stirbt doch. Stirbt einfach. Oh, geht's auch? Die Waffe ist richtig nice. Vor allem die macht Giftschaden wie zu Schaden oder so. Nein. Yep. So. Gefällt mir nicht mit Schild. Mit Schild spielen ist unfair. Die macht Schaden, das ist eine gute. Nicht mit mir.
Komm. Stirb doch ein. Nicht mit mir. Okay, Welle 4. Jetzt war ich ein bisschen schneller. Heb doch einfach. Stirb doch einfach. Stirb doch einfach. Endlich. Das sollst du tun, bitte. Du bist jetzt auch tot. Perfekt. Dann kommt schon der Held. Ja, ich komme auf Sparta, mein Freund. Was ist mit dir? Was? Wie bin ich jetzt gest... So ein Scheiß. Nochmal. Das machen wir jetzt so lange, bis ich den Kack endlich geschafft habe. Gibt's doch nicht. Ja. Wie gehabt? Vasilis hat seinen letzten. Danke. Ich finde das so gut, dass man das alles überspringen kann. Gut. Wollt ihr die Besten? Euch mach ich fertig! Ha!
Was ist mit euch? Nicht mit mir. Nicht. Nicht mit mir. Stirb doch einfach. Nein. Komm, stirb doch einfach. Er regeneriert richtig cool die Dingspunkte. Perfekt. Ich mach keine Schildträger. Welle 2. Stirb doch einfach. Ich bin alle mit Schild. Perfekt, das war. Stirb doch einfach. Hey, dich habe ich ja ganz so übersehen. Ja, komm. Was hast du gesagt? Ja. Redet einfach schlecht über meine Familie. Was? Das war erst Welle 3.
Haben's alle Schüler. Bam. Bam. Gib doch einfach! Gib doch einfach! Bam, bam. Was willst Ja, stirb doch ein. Spring an. Ja, bring bei ihm. Ja, bringt wen um, hm? Du stirbst jetzt bei mir. Komm. Perfekt. Das haben wir geschafft. Schieß doch einfach. Nicht mal dran. Zum Hauen, hey. Was ist? Nicht mit mir. Bam. Die Attacke ist so geil. Jetzt ist die nächste. Jetzt bist du tot. Perfekt, dann haben wir das in diesem Part geschafft. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber was soll's? Sieg. Sie haben Basil, den König der Arena, besiegt. Bin ich der König der Arena, Leute? Das ist richtig cool. Jetzt poppt wahrscheinlich eh gleich mal die Trophäe auf. Meinen Glückwunsch, Söldnerin. Du hast ist schon aufgeleuchtet. Was Meon und ich in dir sahen. Du bist zu Großem bestimmt. Danke. Ich bin hier fertig. Ich gehe. Das Leben vor den Arena-Toren ist nicht das Richtige für mich. Ich muss weiterziehen. Aha. Aber wo willst du hingehen? Wo willst du jetzt hin? Was willst du tun? Ich muss nun das beste Leben führen, das ich kann. Wirst du deine Tochter sehen? Meine kleine Anea? Ja. Ich werde sie sehen.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Skora. Das ist cool. Den mag ich. Warum willst du gehen? Warum willst du die Arena jetzt verlassen? Es ist wegen dir, Söldnerin. Ich habe dich endlich in der Arena gesehen. Wie lange bist du denn schon nicht mehr da gewesen? Sehr lange. Aber jetzt bin ich doch sehr froh. Du hast längst vergessene Gefühle in mir geweckt. Ah, wir haben es geschafft. Mein Freund. Perfekt. Freund? Nicht alter Mann? Nicht alter Mann. Freund, ja. Freund. Oh, bevor ich gehe. Ich habe einen letzten Kampf arrangiert. Gegen den besten Arena-Kämpfer der griechischen Welt. Es wird nicht einfach. Andererseits ist es in der Arena nie einfach. Bist du interessiert? Können wir machen. Aber das okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt haut er ab. Der. Okay, das ist jetzt mein Zeichen zu sagen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal machen wir die Unterwasserorte weiter, dass wir die Trophäe Kind des Poseidons bekommen. Und ich sage jetzt nur mal, wenn euch mein Video gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.